Das genaue Gegenteil, was allgemein geglaubt wird, ist meistens die Wahrheit. Jean de la Bruyère. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich für ein Update Ihres Bewusstseins entschieden. Der Update-Prozess startet in wenigen Augenblicken. Ladedateien. Update-Beschreibung, Landrecht und Seerecht, Ausschnitte leicht abgewandelt und neu zugeordnet aus dem Buch Der König erwacht von David Icke. Update, starten, ja, lade Part 1 von 5. Part 1. Anwälte zerstören das Gesetz. Das Gesetz ist neben der Kontrolle des Finanzwesens der wirkungsvollste Weg, den Menschen einen fremden Willen aufzuzwingen, wobei beide Bereiche im Grunde untrennbar verwoben sind. Das heutige Rechtssystem gründet sich auf das altrömische Geld- bzw. Handelsrecht. Ein Richter sitzt auf einer Bank, und daher leitet sich die Bezeichnung für die Institution, Bank, ab. Geldverleiher im alten Rom bauten ihre Stände entlang einer langen Bank auf, die als Banco bezeichnet wurde, woraus später Banco und schließlich Bank wurde. In den USA werden die Gesetze im Kapitol, Kapital, gemacht, und der Name leitet sich vom Kapitolhügel im alten Rom ab. Das Regierungszentrum bzw. die Hauptstadt eines jeden Landes wird auf Englisch Capital genannt. Die kodifizierten Rechtssysteme weltweit basieren auf römischem Recht, das wiederum seinen Ursprung im babylonischen und sumerischen Recht hat. Besonders offenkundig ist dies in den USA, wo es, wie im alten Rom, einen Senat gibt. Das Symbol der Macht und Amtsgewalt des römischen Senats waren die Fasses, Bündel aus weißen Birkenruten, die von einem roten Lederband zu einer Art Zylinder zusammengeschnürt waren und oft auch ein oder zwei Beile enthielten, deren Schneide nach außen wiesen. In den Fasses hat der Begriff Faschismus seinen Ursprung. Zudem ist es ein perfektes Bildnis der Welt, welche die Blutlinien Familien uns aufzuzwingen versuchen. Die Ruten, Individualität, werden gebündelt und von der Axt, Diktatur, beherrscht. Welch ein treffendes Symbol für die Europäische Union. Das offizielle Siegel des US-Senats zeigt ebenfalls zwei sich kreuzende Fasses und auch das als Masse, Keule, Streitkolben bezeichnete Symbol im US-Repräsentantenhaus orientiert sich am römischen Vorbild. Die Fasses sind auf der Wand des Repräsentantenhauses zu beiden Seiten der amerikanischen Flagge ebenso zu sehen wie im Oval Office des Präsidenten, auf Siegel und Insignien der amerikanischen Nationalgarde und in der Mitte des offiziellen Siegels des amerikanischen Bundesfinanzhofs. Auch der Sockel der Freiheitsgöttin, Königin Semiramis, auf der Kuppe des amerikanischen Kapitolgebäudes ist von Fasses umgeben, was ebenfalls sehr treffend ist, da sie nicht im Mindesten die Göttin der Freiheit ist, sondern die Mondgöttin Babylons. Die Menschen durch das römische Recht zu kontrollieren, ist ganz einfach. Einige wenige diktieren, was Gesetz ist, und jeder, der sich weigert, es zu befolgen, wird von einem Netzwerk von Behörden bestraft, die als Vollstreckungsbehörden bezeichnet werden. Mehr braucht es nicht, sofern nicht so viele Menschen dagegen aufbegehren, dass das System machtlos ist. Alle Individuen, die sich widersetzen, werden eines nach dem anderen herausgelesen, um anderen zu demonstrieren, was geschieht, wenn dem Willen des Staates nicht Folge geleistet wird, wie ungerecht ein Gesetz auch immer sein mag. Noch machtvoller wird dieses Kontrollsystem, wenn man sicherstellt, dass die dem Gesetz Unterworfenen nicht an dessen Entwurf mitwirken können. Wir sind darauf programmiert worden, Demokratie mit Freiheit gleichzusetzen, obwohl beides sich nicht einmal ansatzweise deckt. Der einzig wahre Unterschied, insbesondere heute, zwischen einer faschistischen, kommunistischen Diktatur und einer gewählten Diktatur, Demokratie, ist der, dass die Menschen bei letzterer der Theorie nach alle 4 bis 5 Jahre wählen dürfen. Wahlen sind bedeutungslos, sie dienen lediglich dazu, die Menschen zu beschwichtigen und ihnen vorzugaukeln, sie seien frei. Jedes Land ist eine Diktatur, ob diese nun gewählt ist oder durch einen Staatsstreich erreicht wurde. Part 2. Gesetz per Dekret. Eine weitere irrige Vorstellung ist die,
dass Gesetze in Demokratien erst nach einer öffentlichen Debatte in Parlament, Kongress oder welcher Instanz auch immer verabschiedet würden, denn für den Großteil der Gesetze gilt dies nicht. Die Meinung der meisten Menschen hierzu basiert nicht auf gründlichem Wissen oder Erkenntnissen, sondern lediglich auf einem Eindruck von der jeweiligen Situation. Dieser Eindruck entsteht durch die Mantras, die Politiker, Journalisten und Akademiker unablässig herunterleiern und die das Volk meist nur mit halbem Ohr mit anhört. Somit bekommen die Menschen den Eindruck, dass etwas nur dann gesetzt werden kann, wenn es von gewählten Repräsentanten nationaler Parlamente oder Gemeindevertretungen debattiert wurde, was jedoch nicht stimmt. Etwa 75%, Tendenz steigend, alle deutschen und britischen Gesetze stammen von den nicht gewählten Bürokraten der Europäischen Union. Doch es gibt noch weitere kleine Kniffe, derer sich Regierungen bzw. Präsidenten bedienen, um ein Gesetz ohne eine Debatte oder Prüfung einzuführen, die der Rede wert wäre. In den USA gibt es die sogenannten Presidential Executive Orders, Dekrete des Präsidenten, die den Kongress umgehen. Auf diese Weise wurde schon ein ganzer Berg an Gesetzen und Gesetzentwürfen erstellt, aus denen nichts anderes als ein faschistischer, kommunistischer Staat spricht, der im Schatten darauf lauert, durch einen Ausnahmezustand endlich hervortreten zu können. Bill Clintons ehemaliger Berater Paul Pegula sagte 1998 gegenüber der New York Times: Ein Federstrich, und schon ist es geltendes Recht. Das ist schon irgendwie stark. Executive Orders sind rechtsverbindliche Verfügungen, die vom US-Präsidenten ohne öffentliche Debatte erlassen werden können. Sie erfordern nicht die Zustimmung des Kongresses, haben jedoch rechtlich ebenso viel Gewicht wie von diesem verabschiedete Gesetze. Wenn der Kongress einen Gesetzentwurf verabschiedet, der eine per Executive Order erlassene Verfügung anficht, kann der Präsident ein Veto einlegen. Um ein solches Veto außer Kraft zu setzen, ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, die zu erlangen gelinde gesagt höchst unwahrscheinlich ist. Die Regierungsform in den USA verleiht einer einzelnen Person also immense Macht, oder vielmehr denen, die diese Person kontrollieren. Im Laufe der Jahrzehnte hat die lange Reihe an US-Präsidenten, allesamt Strohmänner im Dienste derselben Instanz, eine Vielzahl an per Executive Order erlassenen Dekreten hervorgebracht, die in Kraft treten, sobald der nationale Notstand ausgerufen wird. Die Verhängung des Ausnahmezustands ist in Wahrheit nichts anderes als die Ausrufung des Faschismus, die der Regierung das Recht einräumt, Häuser zu beschlagnahmen, Familien auseinanderzureißen und Kinder einzuziehen, willkürlich darüber zu bestimmen, wo jemand zu leben und zu arbeiten hat, die vollständige Kontrolle über Medien, Transportwesen, auch Privatfahrzeuge und sämtliche Energiequellen an sich zu reißen, und vieles mehr. Wie viele Amerikaner wissen dies? Die USA besitzen zudem ein System namens Rulemaking. Dabei werden Gesetzen, die, zumindest der Theorie nach, vom Kapitol verabschiedet wurden, von den gesetzgebenden Organen weitere Einzelheiten hinzugefügt, wobei diese Organe häufig von nicht gewählten, unbekannten Wissenschafts-, Wirtschafts- oder Unternehmensexperten durchsetzt sind bzw. beraten werden. Dies ist nur eine weitere Methode, Gesetzesänderungen ohne angemessene politische Debatte und Überprüfung durchzusetzen. In Großbritannien gibt es die sogenannte Secondary Legislation, Sekundärrecht, auch als Subordinate, Delegated Legislation, delegierte Gesetzgebung bezeichnet bzw., sofern Minister sie erteilen, als Statutory Instruments, Rechtsverordnungen. Auf der Website www.nsas.com findet sich folgende Definition: Statutory Instruments, SIS, sind Teil des britischen Rechts, unterscheiden sich jedoch von den Gesetzen, die vom Parlament beschlossen werden. Sie benötigen nicht die Zustimmung des gesamten Parlaments, um Gesetzesstatus zu erlangen. Für gewöhnlich werden sie von Regierungsministern ins Parlament eingebracht, denen durch Gesetze des Parlaments die entsprechende gesetzgebende Befugnis übertragen wurde. Damit können die Betreffenden praktisch tun, was sie wollen, und durch den Gesetzentwurf, Legislative and Regulatory Reform Bill, der 2006 ratifiziert wurde, wurde diese Macht noch einmal verstärkt. Allein in Großbritannien werden jährlich tausende Richtlinien, Verordnungen und Gesetze ohne öffentliche Debatte verabschiedet, und selbst die Gesetze, die in einem Plenarsaal diskutiert werden, werden von den wenigsten Befürwortern überhaupt gelesen. Grundlegende Veränderungen, wie durch den amerikanischen Patriot Act herbeigeführt, und die Übertragung grundlegender Befugnisse nationaler
nationaler Parlamente an die Europäische Union werden somit von Personen beschlossen, die den Gesetzestext gar nicht kennen. Obamas Clean Energy and Security Act, der die Kontrolle über so gut wie jeden Lebensbereich amerikanischer Bürger durch die Regierung zum Inhalt hat, wurde im Juni 2009 vom Repräsentantenhaus angenommen, obwohl 300 Seiten des Gesetzestextes um 3 Uhr morgens nachgereicht worden waren und beinahe niemand sie gelesen hatte. Als der republikanische Fraktionsvorsitzende John Boehner aufstand und begann, den Text laut vorzulesen, erhob Co-Autor Henry Waxman, Rothschild-Zionist, Einspruch und versuchte ihn davon abzuhalten mit der Begründung, Boehners Handeln verstoße gegen die übliche Vorgehensweise. Alles, was man braucht, um ein Gesetz zu verabschieden, ist eine Mehrheit in der Regierungspartei, und ganz gleich, welch triftige Gegenargumente angeführt werden, werden die Parteigenossen stets wie Schafe für ihre Seite stimmen. Nur nichts anzweifeln, nur nicht widersprechen, denn das ist schlecht für die Karriere. Auch hier ist wieder der Dienst am Selbst die Triebkraft hinter der Verschwörung. Dies vollzieht sich unablässig Tag für Tag, Jahr für Jahr, sodass inzwischen ein ganzer Gebirgszug an Gesetzen verabschiedet wurde, die das Leben der Menschen bis ins Kleinste diktieren. Diejenigen im Hintergrund, welche die Gesetze verfassen, verbergen die für die menschliche Freiheit bestimmten Zyankali-Kapseln in dem endlosen Kauderwelsch an Paragraphen und Absätzen, die Politiker und Öffentlichkeit nicht nur nie gelesen haben, sondern oft auch gar nicht verstehen würden. Wenn später jemand behauptet, dass er für einen bestimmten Aspekt doch gar nicht gestimmt habe, muss er feststellen, dass er es eben doch getan hat, und zwar in Gestalt von Paragraph X, Absatz Y. Auf diese Weise wurde der globale faschistische, kommunistische Staat in aller Heimlichkeit errichtet. Inzwischen hören wir allenthalben das neue Schlagwort, internationales Recht. Darüber werden wir noch viel mehr erfahren, denn internationales Recht meint nichts anderes als eine Gesetzgebung, die jeder auf dem Planeten zu befolgen hat. Dies alles ist Teil der Vorbereitung auf die Weltregierung. Weiter mit Teil 2 von 3.